Heyo Menschen, ich melde mich zurück zu einem neuen Let's Play meinerseits. Und zwar handelt es sich um dem heutigen Spiel bei Pokémon Zeta. Ja, Pokémon Zeta ist ein Hack, welcher zwei neue Regionen enthaltet und ein paar neue Mega-Pokémon. Eine total neue Story, total neue Welt und so an sich ist da wirklich alles neu, außer natürlich das Spiel an sich, also Pokémon. Das bleibt natürlich gleich. Ich werde das hier alles total blind spielen und dazu noch einen Nasog machen, weil ohne Nasog geht hier nichts. Das kann ich euch sagen. So. Ja, so viel dazu und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Aber erstmal werde ich hier die Settings machen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mit dem Professor oder was auch immer rede. Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt. Auf jeden Fall weiß ich, dass es einen Online-Modus gibt und das reizt mich doch sehr und so an sich finde ich das auch sehr geil, weil ich schaue schon von dem lieben Artchisel, also einem amerikanischen Poketuber, schaue ich mir das Let's Play jetzt seit ein paar Folgen an und ich bin echt begeistert von dem Spiel, also ich hoffe ihr seid es auch und wir sehen uns gleich wieder. Hallo! Das ist eine nachaufgenommene Nachricht? Lol. Ich sehe doch Professor, was los war? Es ist, also ich versuche hier zu übersetzen, also es ist Englisch, das habe ich noch nicht erwähnt, jedenfalls versuche ich hier so gut zu übersetzen, wie es geht. Es ist nur im Falle von einem Unfall, glaube ich. Mein Name ist Professor Eich. Achso, es ist wegen einem Unfall, deswegen, okay. Sehr gut. Weil ja, okay, I see. Leute, die Menschen nennen mich auch alle Pokémon-Professor. Bitte wähle eine Option. Oh, okay. Ja, ich glaube, ich werde mir hier mal ein paar hier Hilfen über die Controls holen. Okay. Das sind also die Tasten, um zu laufen, ganz klar. Aha. Okay, C. Okay, X ist zum... Ah, okay, wie ein A- und B-Knopf. Okay, I see. Hold down while walking down. Aha, okay. Ja, ich finde es dumm, dass Z... Nee, das finde ich dumm, dass Z als Rennen benutzt würde. Ich fände Space zum Beispiel ganz gut, aber... Naja. Aber Shift, glaube ich, soll auch gehen. Press to use a registered key item. Okay. Du kannst also V... Du kannst V drücken, um schnell zu speichern. Du kannst F und... Achso, ein Autosave zu machen. Huh. Ja, gut. Das werden wir herausfinden, was das bedeutet. Und S, um... Ja, das bedeutet wahrscheinlich, wenn man das drückt, kann man ganz Zeit rennen. Ja, S, Toggle, One und so. Okay. No info needed. Thank you very much. Oh mein Gott, das ist Wazer. Was machst du hier? Die Welt ist bewohnt von Kreaturen namens Pokémon. Menschen und Pokémon leben in... Ja, ihr wisst das. Die leben alle in Frieden miteinander. Manche spielen, manche kämpfen damit. Ja, das ganze Gelabere kennen wir alles schon, Mensch. Records? Für unsere Aufnahme bitte... Achso, okay. Für unsere Aufnahme bitte antworten ein paar Fragen. Ja, die Standardfrage, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Ich bin ein Junge. Ich spiele irgendwie nie als Mädchen, weil ich finde das irgendwie... Ich finde das irgendwie albern. Wieso sollte man als Mädchen spielen, wenn man ein Junge ist? Also, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Okay, hier kann man... Es ist cool, dass man einfach... Oh, fast hat ihr meinen Namen, richtigen Namen eingegeben. Aber ich glaube, ihr sollt den alle kennen. Ich heiße Benny, also... Das ist kein Problem. Ich glaube, Space geht hier nicht, ne? Doch, geht. Okay, ich bin... Mr. Gigi. So, du bist Mr. Gigi. Ja, du darfst mich auch mit Mr. anreden. Ein Challenge-One? Bedeutet das, dass man da den Schwierigkeitsmodus erhöht? Es klingt natürlich verlockend, ne, Leute? Aber ich will ja einen Naslog machen. Komm, wir machen das. Was für eine Challenge. Ah, das ist ja geil. Sheesh, das ist ja geil. Boah, hätte ich jetzt das nicht gedrückt, dann... Geil. Cool. Okay. Dankeschön. Ja, Nasog-Challenge. Ja, ich glaube, das können wir mal vorlesen. Ja, Nasog-Challenge ist es so. Wenn ein Pokémon stirbt, dann besiegt, dann wird... Stirbt das auch. Du darfst auf der ersten Route nur das Pokémon... Auf einer Route nur das erste Pokémon fangen, was man sieht. Wenn alle Pokémon aus deinem Team nicht kampfunfähig sind, ist die Challenge verloren. Jo. Ja, das brauche ich hier dann nicht mehr vorlesen. Ja, ja,
By default, the rival has swag to make you feel enmity towards him. Mhm, also Standard, vom Standard her hat dein Rivale Swag. um dich, ja. Um dich irgendwie schlecht zu fühlen, irgendwas. Ach komm, wisst ihr? Ja, es ist okay. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Ich mache das hier auch sehr, ne? Wie sagt man dazu? Sehr voreingenommen. Ne, keine Ahnung. Ja, jedenfalls fragen sich jetzt vielleicht manche. Ach, jetzt geht's um die Story. Hätte ich vielleicht vorlesen sollen. Okay, Citizens. Ach Gott, ich weiß nicht, was Citizens bedeutet. Ja. Unfall-Pokémon haben. Sind fähig, auf der Fluchtroute diesen zu helfen und Team Asgard zu stoppen. Dank dir. Achso, danke, dass du dir diese Nachricht angehört hast. Ja klar, kein Problem, machen wir gerne. Wir sind jetzt schon auf der Escape-Route, okay. Wir müssen anscheinend jetzt aufhalten. Guck mal, das ist so okay, anscheinend. Höchstwahrscheinlich. Ich denke, wir sind hier sicher. Los, Lucario. Okay, jetzt muss ich eine höhere Stimme. Boah, das ist rot, ey. Lucario, die Zeit ist gekommen. Los, finde Wilson. Sag ihm... Oh Gott. Sag ihm, dass die Zeit zum Coverdice. Ach, zum Faulenzen vielleicht. Würde ich jetzt sagen. Sag ihm, dass wir ihn brauchen. Lucario! Benutze Turbo-Tempo. Und weg ist das Vieh. Ich find's so cool, wie die Mom mich, meine Mutter mich einfach mit Mister anredet. Oh! Okay. Ich hoffe, es würde. Achso, ich hoffte, es würde niemals so weit kommen. Sie sind da alle draußen. Sie werden nicht gestoppt, bis sie bekommen, was sie wollen. Mr. GG, du bist schon sehr groß geworden. Ich denke, du bist bereit für dein erstes Pokémon. Wir haben Pokémon noch irgendwo. Irgendwo hier unten. In der... Ja. Wahrscheinlich irgendwie ist das so eine Art Bunker oder so, da wo man dann... ja, falls mal ein Atomkrieg oder so ausbricht in Pokémon, dass man sich dann versteckt. Du solltest doch das hier nehmen. Wahrscheinlich... Vielleicht kann das Team Asgard stoppen. Du solltest etwas besser werden. Du solltest als Trainer etwas besser werden, als ich mal war. Ja, das sollte ich. Es tut mir leid, dass ich hier ein bisschen stottere im Übersetzen, aber ich bin jetzt kein nicht vom Beruf Übersetzer oder so. Und irgendwie gefällt es mir nicht ohne Musik. Das finde ich ein bisschen. Ich wünschte nur, ich wüsste, warum sie nach Niasa-Stadt kamen. Hey! Aria, Mr. GG. Team Asgard haben uns in dieser Höhle gefunden. Aria, wir brauchen dich, um den zu stoppen. Ja, die Hilfe und so, ihr wisst schon. Los, geh mit dem Professor, Süßer. nee, er wird dich mit ins Labor in Zariva-Town nehmen. Mr. GG, ich liebe dich. Oh, ist das süß. Ah, oh, jetzt haben wir unsere Mama nicht mehr. Ist das traurig. Okay. Also anscheinend ist die Mutter irgendwie geflüchtet. Vor Team Aska oder so. Und jedenfalls wird jetzt der Professor hier auf uns aufpassen. Und wir werden ein Pokémon-Trainer. Finde ich schon mal cool, dass das so anfängt. Schon mal richtig schön. Gefällt mir. Ich hoffe, ich achte hier auch auf die Zeit. Also ich schätze mal 10 Minuten. Also nochmal 10 Minuten. Passt. Okay, ich denke, Desperate Times. Boah, wenn sie doppelt Desperate sagen, dann weiß ich auch nicht, worum es hier geht, ey. Als ein Professor muss ich dir ein Pokémon geben, damit du deine Reise beginnen kannst. Aber als dein Freund, aber natürlich auch als dein Freund deiner Familie. Okay, ich traue deine Mutters Urteil. Okay, das war komisch. Sie ist einer der besten Trainer, die ich jemals getroffen habe. Ist es nicht so, dass ich
Dass ich nicht an dich glaube, oder? Natürlich nicht. Du bist überraschenderweise. Ah, das Adjektiv eben. Folge mir. Ich werde dir ein Pokémon geben. Boah, ich stotter hier richtig einen Scheiß zusammen. Jedenfalls wollte ich noch erwähnen, dass ich und Justin ja hier diese Nasok-Challenge in Poké-MMO haben. Aber das. Ja, also wenn Justin keine Zeit hat und wir hier nicht. Hier. Wenn er keine Zeit hat, dann geht's auch leider nicht. Also, dann kann man, muss ich eben warten, bis er wieder kann. Und dann, also, dieses Projekt wird einfach nur so neben Poké-MMO auch kommen. Also, ja. Und endlich mal Musik. Hört euch die Musik an. Richtig schön. Und da ist ein Shiny-Droopy. Ist das cool. Okay. Kann ich hier schon irgendwas machen? Irgendwie Start drücken oder so? Ja. Okay. Mr. G, hier lang. Ja, ist okay. It's okay. Laufen wir dem hier. Ah! X ist. Boah, war es gerade laut, ey, ohne Witz. Gucken wir uns unseren Pass mal an. Sieht geil aus. Sieht cool aus. Options. Kann man da noch irgendwas umstellen? Ja, leckt manchmal ein bisschen, aber I don't give a fuck. Vielleicht versuche ich das mal über den nächsten Part ein bisschen zu fixen. Aber okay. Boah, leckt aber. Kann man hier rennen? Mit Z? Kann man auch mit Z? Kann man nicht. Okay. Passen wir da. Okay. Das ist cool. Das ist richtig cool. Guck mal, wir laufen und der läuft. Und ich habe das alles gerade eben gesteuert. Also, richtig gut. Das sind Pokémon, drei Pokémon in dieser Box. Nimm dir eins, aber überleg weise. Es wird dich auf den Rest deiner Reise begleiten und auch von deinem Leben. Deines Lebens begleiten. Genau. Das muss ein. Ja, okay. Welches Pokémon werde ich nehmen? Also, das wäre dann Knofensa, Magpie und Sepa. Natürlich ist Knofensa insofern gut, dass es drei Entwicklungen hat. Also, ja, es macht es jetzt nicht total gut, aber. Okay, alle haben drei Entwicklungen, ist mir gerade eingefallen. Okay. Also, ich finde ja Magpie richtig cool. Also, Magmortar, das finde ich richtig cool. Nehmen wir Magmortar. Obtain Magpie! Klar geben wir ihm einen Nicknamen. So und Weibchen. Wie nennen wir das? Komm. Weil das hier. Weil er so weiblich ist. Es passt nicht! Dann nehmen wir ihn Light. Also Light Gaming, fühle dich hiermit in mein Projekt mit eingebunden. Und irgendwie spackt ihr das ein bisschen rum. Ich muss hier auf jeden Fall was, eine Lösung finden. So haben wir Light und falls ihr benannt werden wollt, irgendwie, falls das der Fall sein sollte, dann lässt sich das natürlich einrichten. Dann schreibt es einfach in die Kommentare. Wow, das Pokémon, was du gewählt hast, wow. Du bist wahrlich das Kind einer Mutter. Ja. Nee, also, ihr wisst schon, was damit gemeint ist. Super! Ich muss jetzt gehen. Ich werde dich im Labor. Empfangen. In Zawirton. Ja, setze deine Reise in dieser Höhle fort. Damit. Achso, okay, ich soll hier mich jetzt mal umgucken. Und es laggt tierisch. Das sage ich euch. Kann ich jetzt Z? Nee. Boah, es laggt aber schon ein bisschen. Oh, was passiert da? Cool, gut gemacht, Snubbull. Snub, snub. Mein Name ist Jeremy. Ich bin. Achso, ich arbeite im Labor von dem Professor. Der Professor hat mich gefragt, ob ich dir eins von diesen geben soll. Genau. Pokébälle haben wir bekommen. Ja! Yeah! Wenn du wilde Pokémon siehst, dann sollst du sie fangen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Joho! Ja, das ist hier quasi das Tutorial, was ich beim Hack irgendwie ein bisschen sinnlos finde. Oh. Oh, hier schon der erste Kampf. Boah, epische Musik. Boah, ist das leise. Ich muss es auf jeden Fall am Ende nochmal ein bisschen bearbeiten, dass es leiser ist. Wir sind sogar schon Level 7. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, diese epische Kampfmusik. Das ist echt sehr laut. Das ist krass. So. So, ich bin wieder zurück. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen hingekriegt. Ja, sollte eigentlich gut sein.
Da haben wir Embor besiegt und ich finde auch die Sound den Sound richtig gut. Oft ist nämlich so aufgeteilt, dass manchmal auf der rechten Seite des Ohrs Musik rauskommt und dann links, also von den Soundeffekten her. Dammit! Scheiße! Du hast gewonnen! Dang! Ja, das würde er auf jeden Fall gesagt haben. Wow, du bist echt gut. Jedenfalls besuche mich und besuche Snubu und mich mal in dem Labor. Ja, los, lass uns gehen. Ja, wo geht er lang? Da ist doch der Ausgang, verdammte Scheiße. Ja gut, jedenfalls mache ich dieses Let's Play auch hauptsächlich, weil man ja auch hier online spielen kann, richtig? Wow, geil. Kann ich jetzt S drücken und toggle out one? Geil. Jedenfalls mache ich das hier hauptsächlich, weil man ja hier online spielen kann. Und der liebe Artschlüssel hat gesagt, ja, wäre cool, wenn ihr mich mal herausfordern könnt. Und ich dachte mir so, hey, dann mache ich das doch gleich in Form eines Let's Plays und ihr und ich spiele das hier auch gleichzeitig und werde dann online auch irgendwann mal spielen. Also freut euch auch da auf spannende Kämpfe, denn hier gibt es auch neue Moves und so und wird da die Spielweise sehr umkrempeln, das sage ich euch. Also es wird richtig cool, also das freue ich mich schon drauf. So, was hast du, Bitch, zu sagen? Ist die Truppe nicht süß? Ja, ich will auch eine Truppe. Meine Mama hat es mir gegeben. Es hat eine andere Farbe. Deswegen wird er immer gemobbt von den anderen Hydropis. Oh ja, das kann ich total verstehen. Aber ich liebe ihn trotzdem genauso, wie er ist. Ist das süß? Kip, kip! Hydropi, Bibi! Ich liebe Hydropi. Hallo, junger Trainer. Dieses Team Asgard... Boah, ist das ein Name? Dieses Team Asgard Rüpel sind nicht so nett, oder? Hier, das wird dir helfen. Wow, die beste Übersetzung ever. Dieser Trank wird deine Pokémon heilen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, gut. Und guck mal, unser Magpie läuft uns hinterher. Nehmen wir es an. Light. Aha. Aha. Also, er weiß nicht, ob es eine richtige Entscheidung war, mit mir mitzureisen. Ey, du Arschloch. Ich dachte, du liebst mich. Nein, Spaß. Okay, der bleibt anscheinend doch da stehen. Hat er nicht irgendwas gesagt von wegen, der geht jetzt zum Labor oder so? Okay. Okay, kann man hier nicht mehr in die Höhle dann rein? Okay, dann lass uns hier runterspringen. Auf jeden Fall muss ich ja was gegen Leck tun. Das mache ich dann direkt anschließend. Oh, ist das schön. Also die Musik kenne ich ja schon von dem Let's Play. Aber ich finde es einfach geil, das mal selber zu spielen. Also ich spiele eigentlich nicht so oft Hexal so privat. Weil ich finde das irgendwie ein bisschen, naja, steht da. So. Oh, wir können sogar im Haus rennen. Ey, das ist ja richtig cool hier. Hallo und herzlich willkommen im Pokémon Center. Wir kennen den ganzen Text hier. Und ich hoffe, hier ist niemand dabei, der noch nie Pokémon richtig gespielt hat. Also werde ich hier auch diese unnötigen Texte nicht vorlesen. Was hast du zu sagen? Ob ich einen Held habe? Naja, ich bin mein eigener Held. Mein Held ist wahrscheinlich Rot oder Briggs. Ich glaube, Briggs ist es im Deutschen. Diese zwei Trainer sind einfach so cool. Ihr müsst wissen, in diesem Hack werden auch diese zwei Trainer mal auftauchen. Also seid ihr auch mal gespannt. Ich hatte einen Kampf gegen diesen Team Asgard-Rübel heute. Ich habe ihn geschlagen, dann habe ich ihn in Jail geworfen. Ich habe jetzt Pause. Genau, jetzt hat er Pause. Du hast ein Pokémon? Wow, das ist so cool. Bester Text ever. Wizarin-Region, was ist das denn? Hat diese coole Gruppe von Trainern namens Arena-Leiter. Ach Gott, ey. Wenn du sie alle besiegst, kannst du zur Elite vorgehen. Ja, das kann man wirklich. Ich finde das echt cool, dass die Pokémon einen hinterherlaufen. Ich glaube, man kriegt hier sogar die Starter. Dann freue ich mich so, wenn die Truppi mir hinterherläuft. Was hast du dazu zu sagen? Ja, das hat er vorhin auch schon gesagt und ich glaube, jetzt neigt sich auch die Folge schon ein Ende zu. Wir haben wirklich, ja, sehr viel geschafft, ne? Ich hoffe, die Zeit ist auch so an sich okay. Aber ich denke schon. So, und bedeutet, ich werde jetzt hier speichern und ich werde dann auch mal versuchen, den Sound ein bisschen runter zu regeln. Also, freut euch auf die nächste Folge, 17 Minuten, haut hin. Denn das wird einfach episch. Ich freue mich schon richtig auf dieses Projekt.
war einfach Online-Modus und das ist einfach der größte Grund, warum ich da dieses Spiel so feiern werde. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Also, ja, habe ich noch irgendwas zu sagen? Tüdelü!